Wir sehen die Entscheidung der Jury als allererstes und damit herzlich willkommen, Luke 21. Keine ganz einfache Aufgabe auch heute, weil der Wind doch eben im Pumpedurchgang öfter gewechselt hat. Von Rückenwind zu Aufwind, das ist Andi Mitter, der österreichische Cheftrainer der Finnen, der eine Mannschaft an den Start bringen kann, weil der Teamkollege von Antti Aalto seine Ski, sein Material rechtzeitig bekommen hat. Womit rechnen wir? Erstmal vorweg zum Ablauf. Wir haben vier Gruppen A, acht Springer, jeweils besetzt mit einem Springer pro Nation. Die vier Gruppen, die Favoriten, die Norweger, starten jeweils am Ende der Gruppe, die schwächere Nation. Und dazu gehören die Finnen im Moment. Das ist die Realität des Skispringens und Skifliegens zu Beginn. Aber wir haben definitiv fünf Mannschaften, die um die Medaillen kämpfen werden. Slowenien, Österreich, die Polen, natürlich die deutsche Mannschaft und Norwegen. Wir haben aber von der deutschen Mannschaft keinen berauschenden Probedurchgang gesehen. Wenn sie sich nicht gewaltig steigern, wird es nichts mit der Medaille. Aber warum in der Probe schon alles zeigen? Jetzt gilt es gleich schon in dieser Gruppe, das Duell Fenninger-Johansson, vorher noch Alexei Romaschow, der gut ins Fliegen gekommen ist hier in Oberstdorf und mithalten kann mit Antti Aalto, ja auch einer, der die ersten Weltcup-Punkte überhaupt der Karriere geholt hat in dieser Saison. Definitiv seine besten Ergebnisse beim Fliegen, Fliegertyp Alexei Romaschow. Kein junges Team, die Russen mit den Senioren, in Anführungsstrichen Korinov und Vassiljev, die schon jahrelang dabei sind. Letztlich aber nicht gut genug, um wirklich vorne mitzumischen. Ja, er ist schon in der Position oben, dass er gleich angreifen muss, Andreas Wellinger. Es hängt viel davon ab, wie er die deutsche Mannschaft hier in den Wettbewerb bringt. Daneben schon der Hauptkonkurrent Robert Johansson, Richard Freitag, der gestern die erste Einzelmedaille der Karriere gewonnen hat, springt in der letzten Gruppe also am Ende. Das Schöne beim Teamwettbewerb mit Andreas Schuler und gleich sind auch schon die schwächeren Nationen. Erstmal Geschichte. Ab jetzt müssen wir auf jeden Flieger in dieser Gruppe achten, denn ab jetzt geht es um die Medaille. Die Schweizer auch nicht gut genug insgesamt. Die werden versuchen, hier um diesen sechsten Platz zu fliegen. Einzig realistisches Ziel, wenn Simon Ammann in der letzten Gruppe auch platziert, einen tollen Flug erwischt. Aber ab jetzt heißt es Hochspannung in Oberstdorf. Das wissen auch die Zuschauer hier. Nie war Deutschland Skiflug-Weltmeister mit der Mannschaft. In den letzten beiden Wettbewerben hat man Silber gewonnen, jeweils mit Severin Freund. Der kann heute nicht helfen, der fehlt verletzt. Richard Freitag war bei beiden Silbermedaillen dabei. Dazu Wellinger und Laie 2016 und Funk und Maximilian Mechler 2012. Ganz andere Mannschaft heute und das ist Slowenien. Startflieger ist Jernej Damjan. Oben sehr gut, wahnsinnig hoch. Das ist eine Ansage. So wünscht man sich einen Start für Slowenien. Klasse Leistung von Jernej Damjan. Anlauf Luke 23 hat die Jury gewählt. Sie wird jetzt hoffentlich dabei bleiben. Es ist noch reichlich Platz. Das sind 212 Meter. Sie werden ein echter Gegner für die deutsche Mannschaft. Das hat gestern noch nicht so ausgesehen, aber hier sind sie alle ins Fliegen gekommen. Ruben Preholz hat sich gesteigert von Flug zu Flug. Das ist die erste Aufgabe gleich für Wellinger, mit Damjan mitzuhalten. Idealerweise müsste Wellinger die deutsche Mannschaft in Führung bringen. Vorher aber noch der Österreicher, Clemens Aigner und der Pole, Piotr Schieber, der sich hinten schon fertig macht. Sagen, dass das der Schwächste der Österreicher ist. Dafür ist Clemens Aigner zuletzt zu gut ins Fliegen gekommen. Für ihn jetzt auch perfekt. Sehr viel Anlauf. Mit nicht
nicht so weit wie Damian, aber auch Richtung 200 Meter. Das sind noch keine großen Abstände, wenn wir jetzt auf die 212 Meter von Damian schauen. Es geht im Mannschaftsfliegen um Konstanz, sich nicht die ganz großen Patzer zu leisten. Das hat er solide gemacht, aber da sollte noch reichlich Luft sein für Andy Welling. Ja, ein bisschen zu früh die Absprungbewegung eingeleitet, Clemens Aigner. Nachdem er etwas schwächere Flüge hatte für die Mannschaft, hauen sie alles raus. Sie wissen, wie es geht. Als Mannschaft inzwischen auch Springen zu gewinnen. Nicht zuletzt bei der WM so überzeugt. Das hat sie zusammengeschweißt. Eine Riesentruppe, nicht nur die Norweger, auch die Polen. Reicht nicht ganz, um die Linie von Damian zu überfliegen, aber gute Position auch für die Polen. Das heißt eindeutig, dass Wellinger jetzt liefern muss für die deutsche Mannschaft. Wenn es was werden soll mit einer Medaille, will ich sagen, müssten sie in Führung gehen, aber das wäre schon das, was wir jetzt von Andy Wellinger auf dem Drauf hat erst alle. Schön zu sehen, dass er sein Paket, dein Flugsystem gefunden hat. Leider der kleine Faktor bei der Landung, sonst hätte es noch höhere Noten gegeben. Aber da geht nicht so viel verloren, Eisenbichler in Gruppe 3. Und so ein bisschen aufatmen, glaube ich, bei den Trainern, die mit allen nochmal gesprochen haben. Führung vor Slowenien ist nicht die Welt, das sind umgerechnet nur 6 Meter, aber Junge, Junge, war das wichtig, auch für den Spirit im Team. Große Erleichterung bei den Zuschauern, die auch den Probedurchgang gesehen haben. Aber sind die Norweger überhaupt zu schlagen? Jetzt ganz richtig weit gehen. Wenn Robert Johansson sich oben erwischt, muss er ein bisschen nachjustieren. Erst jetzt kommt er auf Geschwindigkeit, kommt er zu Wellingers weiter. Nein, er kommt nicht dahin. Hat oben schon zu viel verloren, Robert Johansson. Das hat nicht getäuscht, nicht die perfekte Position gefunden, um richtig Gas zu geben. Nur 219,5 Meter für Robert Johansson. Er kann das über die Noten nicht rausholen. Das ist schon die erste kleine Überraschung. Die deutsche Mannschaft führt nach dem ersten Springer, nach Andy Wellinger, vor den Norwegern und vor den Slowenen. Super gelaufen aus deutscher Sicht. Klasse, wie sich Wellinger von Flug zu Flug gesteigert hat. Da sind 6 Pünktchen, 5 Meter, aber 5 Meter für die deutsche Mannschaft. Sie laufen nicht hinterher, sie gehen als führende Mannschaft. Gleich in Gruppe 2, wo Laie gegen Sternen antreten muss. Aber wir sind bester Dinge, dass die deutsche Mannschaft auf einem sehr guten Weg ist Richtung Medaille.
Sie wissen ja, wir haben nicht nur Skifliegen heute, jede Menge Sport. Die deutsche Handballnationalmannschaft macht sich auf den Weg in Kroatien zum Spiel gegen Dänemark. Ich glaube, wir haben auch Bilder davon. Auch da sind wir natürlich mit dem Herzen dabei, drücken die Daumen, so wie sich hier alle gestern mitgefreut haben über diesen außergewöhnlichen Abfahrtssieg auf der Streif von Thomas Dresen. Die Sportler untereinander verfolgen das genau. Viele schicken sich ja auch Nachrichten. Und mit den Handballern, da fiebern wir traditionell. Hoffentlich geht was für unsere Bad Boys. Unser Bad Boy in der Luft, der hat überzeugt und ist jetzt bei Matthias und Dieter. Andreas Wellinger, Gratulation. Generalprobe, so ein bisschen verhauen, aber es kommt ja drauf an, wenn der Wettbewerb losgeht, oder? Ja, habe ich geschafft. Sehr, sehr gut geschafft. Tolle Weite. Sie hatten so einen ganz kleinen Wackler bei der Landung. Was war da los? Ja, ich glaube, ich habe ihn fast ein bisschen zu tief gesetzt in Telemark und dann ist das Knie ein bisschen nach innen geknickt. Ja, an sich ist es weich vor der Landung, aber überhaupt kein Problem, einfach den zweiten besser machen. Und sie führen, also haben die deutsche Mannschaft ganz nach vorne katapultiert, noch vor den Norwegern, so kann es weitergehen, glaube ich. Definitiv, ich denke, der Start war sehr gut und ja, jetzt hoffentlich haben die Jungs genauso viel Spaß oben oder da unten. Dankeschön, alles Gute für den zweiten. Ja, das hat er überragend gemacht, Andi Wellinger. Wir sind in der zweiten Gruppe, wo sich Stefan Laie gleich als Vorletzter dieser Acht mit Haut und Haaren erwehren muss. Eines Andreas Ternen, Stefan Hula und natürlich auch Anze Semenic, der gleich schon springen wird. Auch heute beantworten wir natürlich Ihre Fragen auf Hashtag Fragsportschau. Eine sehe ich schon von Michael Patzak kommt. Was ist mit Japan los? Haben die kein Team? Gute Frage. Japan hätte ein Team, hat aber nur drei Flieger hier gehabt mit den Kobayashi-Brüdern und Noriaki Kasai. Takutake Uchi hat es vorgezogen, nach Hause zu fliegen, ist Vater geworden. Bereitet sich auf Olympia vor und der Iki Ito hat immer noch Schulterprobleme. Man hat sich nicht konkurrenzfähig gesehen mit denen, die noch da waren, um hier wirklich um Medaillen mitzukämpfen. Da ist die Priorität also Olympia. Michail Nazarov wird ein harter Kampf da mit den Finnen und auch den Schweizern um die Position 6. Aber zu mehr wird es für die drei Nationen, habe ich eben schon gesagt, nicht reichen können. Hier schon zu sehen, die Geschwindigkeit, auch weil die Frage oft kommt im Landebereich. Springer beschleunigen ja konstant, geht permanent hoch von der Abfluggeschwindigkeit von knapp über 100 Stundenkilometer auf im Landebereich. Über 130 sind also auch nicht wirklich langsamer als die, die auf der Streif völlig verrückt hinunter Brettern. Kilian Payer. Oh ja, er nimmt sich die Höhe gleich selbst, auch wenn er es hier vernünftig macht. Man sieht richtig, wie er da wegsteigt vom Schanzentisch, auch mit dieser mitfliegenden Kamera. Aber dann haben sie, glaube ich, auch ganz gut erkennen können, wie er gegen den Ski drückt und dann fast eine Etage verliert. Und da fliegt es sich dann nicht mehr so leicht nach unten. 175,5 Meter sind trotzdem in Ordnung für den Schweizer. Das war die Phase. Hier die Slow-Mo, die Slow-Motion, die Zeitlupe von vorn. Und jetzt erwarten wir den nächsten Konkurrenten für die deutsche Mannschaft, nämlich die Slowenen mit Anze Semenic. Kein weiter Abstand zur deutschen Mannschaft. Wellinger hat immerhin einen Vorsprung herausgeflogen, aber es wird unglaublich schwer, den zu verteidigen für Laie gegen ihn, gegen Anze Semenic, der schon eben richtig ins Fliegen gekommen ist und auch jetzt wieder sich einruckelt mit dem Oberkörper und marschiert. Zwei Lupen weniger Anlauf in dieser Gruppe. Ganz sicher, weil Andreas Ternen in dieser Gruppe sich befindet am Ende. Andreas Ternen, der etwas unter Wert weggekommen ist, der Norweger bei der WM auch Pech hatte mit den Verhältnissen. Insgesamt nur Fünfter war. An ihm ist der Anlauf ausgerichtet, bei leichtem Rückenwind nach wie vor. Gute 207
5,5 Meter bei Rückenwindverhältnissen. Das wird ganz, ganz schwer für Stefan Laie, vor den Slowenen zu bleiben. Mit der Nummer 7-2, da hinten unter dem roten Helm. Der Mann vom Skiclub Willingen, der in Hinterzarten trainiert, und Diane Rattenbauer auch im Bild. Wenn auch nur von den Manuel Poppinger. Als Kutti. Bis zum Rückstand haben sie sich eingefangen durch Clemens Aigner. Poppinger sollte nichts verlieren. Das ist auch nur knapp ran, die 200. Sind vernünftig reingekommen, die Österreicher, aber sie sehen, wie hoch das Niveau bei den Besten ist, bei den Slowenen, bei den Norwegern. Aber die Absprungkamera, so schlecht war der Absprung nicht. Es ist schwierig, da über Zentimeter zu diskutieren. Sie wissen, oder Sie haben ja auch schon gehört, dass die Springer das jetzt nicht unbedingt lieben, wenn da um Zentimeter genau bestimmt wird, wo der Schwerpunkt gewesen sein soll. Man orientiert sich am Kniewinkel. Es ist eine ganz gute Hilfe. Der Absprung war vernünftig. Die Verhältnisse sind nicht so leicht. Alle müssen mit leichtem Rückenwind leben. Zum Glück ist es stabil, für alle relativ vergleichbar. Gerade was die Gruppen angeht. Für diese Gruppe sicherlich schwer, hier die ganz großen Weiten zu erzielen. Stefan Huler, auch ihr Abstand zu Deutschland. Bescheiden, nicht groß, da kann Huler jetzt noch einiges drehen. Als Team funktionieren sie. Er ist hier noch gut unterwegs, besser als Poppinger, baut den Vorsprung vor den Österreichern aus Sicht der Polen deutlich weiter aus. Es ist etwa so die Qualität von Semenic, und das ist richtig gut gegangen für die Polen. Dass Huler mit Semenic mithalten kann, erhöht natürlich ihre Chancen enorm. Semenic, sowas wie ein Joker bei den Slowenen, dem immer mal so ein außergewöhnlicher Flug rausrutschen kann. Das waren die 207 Meter nicht. 13 Meter weiter als Poppinger, aber eben Leistung, die etwa gleichwertig ist mit denen der Polen. Die Polen bleiben dran an den Slowenen. Abstand nur 6 Meter. Und jetzt Stefan Laie. Das ist so die Kategorie, wo er durchaus mithalten kann. Sowohl mit Poppinger, mit Huler, mit Semenic. Danach mit Eisenbichler und Freitag. Zwei tolle Flieger. Laie muss sich das hier hart erarbeiten. Hat sich durchgesetzt gegen Karl Geiger. Die Trainer haben nochmal überlegt. Aber dann dem konstanten Laie das Vertrauen geschenkt. Jawohl! Ganz stark von Stefan Laie, und dem kann man einfach vertrauen. Glückwunsch zu diesem Flug, Stefan Laie. Das hat er richtig, richtig gut gemacht. Der liefert einfach die 200 Meter ab, und deswegen ist er aufgestellt worden. Genau deswegen. Weil die Trainer wissen, wenn wir den Laie bringen, der patzt eigentlich fast nie. Man kann sich auf ihn verlassen. Da haben wir ein anderes Bild jetzt beim Absprung. Pünktlicher zumindest als der Sprung, den wir zuvor gesehen haben. Hier schön zu sehen, welche Kraft auf die Ski wirkt und was das für ein Gefühl sein muss, sich da in diese Massen zu werfen. So wirkt das zumindest von der Kameraeinstellung. Super Leistung von Stefan Laie. Da freut sich Andy Wellinger mit. Die deutsche Mannschaft macht einen ganz anderen Eindruck als eben im Probedurchgang. Die sind voll dabei, nur überschaubar. Knapper Rückstand auf Slowenien, nichts passiert, und jetzt kommen die Norweger, die ja noch hinter der deutschen Mannschaft lagen. Aber jetzt kommt er, jetzt kommt Andreas Ternen, der noch eine Rechnung offen hat. Oh, auch turbulent, muss auch vorne bleiben, hat den Druck aber noch. Geht in Führung mit Norwegen weit, aber keine Frage, andere Liga als Laie. 231 Meter. Stand nach zwei Springern auf dem dritten Rang vor den Polen und vor Österreich.
kommt ein Punkt nach unten geflogen. So sieht es für viele Zuschauer aus. Das ist seine breite Skiführung, die eher einem H ähnelt als einem V. Dahin geht die Tendenz, gerade bei weiten Flügen, auch die deutschen Springer versuchen, in die Richtung zu entwickeln. Da wirkt auch Roar Jökelsøy, der norwegische Co-Trainer, im Hintergrund mit super zu sehen. Und Norwegen setzt sich deutlich an die Spitze. Keine Überraschung. Das Gute ist, dass die deutsche Mannschaft nach diesen beiden ersten Springern ein großes Polster sich schon geschaffen hat Richtung Österreich. Das ist erstmal beruhigend. Das sind schon über 30 Punkte umgerechnet, also 25 Weitenmeter. Und dass Eisenbichler und Freitag die verlieren gegen Heiberg und Kraft, ist der unwahrscheinlich. Die Polen im Blick haben und da wird die nächste Runde ein Fingerzeig geben. Das wird dann der Showdown gleich zwischen Freitag, aber jetzt erstmal Eisenbichler gegen Kowalski. Aber deswegen sind wir ja alle hier. Auch rechts der sportliche Leiter Horst Hüttel, der damals vor 10 Jahren auf die Idee kam, Werner Schuster, den Österreicher aus der Schweiz los zu Eisenburg damals trainierte. Seit er da ist, die ersten Jahre waren nicht einfach. Gibt es bei Großereignissen regelmäßig Medaillen, wie auch hier. Wie auch hier. In Oberstdorf durch Richard Freitag. Keine großen Pausen, keine Veränderung, was die Luke angeht. Gruppe 3. Ito Nusian. Wer das sieht, richtig gut aus, was er macht. Hat sehr schnell eine gute Flugposition. Und macht dann nicht den Fehler, noch was auch immer zu versuchen in der Luft, sondern lässt sich dann einfach tragen. Die Finnen sind zumindest ganz langsam wieder auf dem Weg.